So, Freunde, ein wunderschönes Hallöchen, seid gegrüßt. Ja, heute fahren wir mal den Iveco wieder. Und zwar 15 Meter Variante, und zwar die Line-Variante, glaube ich. Ne, da gibt es noch eine City-Variante. Die Line-Variante, glaube ich, ist mit einem alten Dashboard. Ich bin mir da aber nicht so sicher. Ne? Also wie gesagt, ich kenne mich da auch nicht so ganz aus. Da gibt es so viele verschiedene Varianten. Aber ich weiß, dass das, glaube ich, die Line-Variante ist. So, wir werden mal das Repaint aussuchen. Oder? Warte mal. Ja, wir werden mal Repaint. Und zwar nehmen wir mal die Tech-Version. Ja, so ist gut. Leider habe ich keine VBBH. Ja, VBBH. Also keine Hügelsdorf-Lackierung gefunden. Leider nicht. Müssen wir uns jetzt mit dieser Farbe verbinden. Ist aber okay. Das Ganze sehen wir als Testbus an halt, ne? Die VBBH testet den Bus. So. Wir machen schon Motor an. Achso, Diesel haben wir jetzt, ne? So, jetzt haben wir mal alles angegeben. Ja, die Matrix, die stimmt nicht. Ich hatte eigentlich gesagt, er soll weiß nehmen. Hatte ich eigentlich alles so eingestellt. Aber gut, jetzt hat er die Farbe. Kann man nämlich auch noch, da kannst du so viel machen, ne? So viel noch über die Setwas oder wie die heißen einstellen. Das ist ja der Wahnsinn. So, wir werden uns mal positionieren, und zwar Fahrersitz. Wir werden mal ein bisschen nach unten wandern. So, denke ich. Und den Kopf werden wir mal ein bisschen erhöhen. So, denke ich. Sollte das da passen, oder? Ja, ich denke, es ist okay. So, wir machen gleich von Anfang an die Klimaanlage.
Wie gesagt, ist ein etwas anderer Bus als den wir vorher hatten. Aber gut sagen, dieses Licht war. Ja, das ist gut. Genau, man kann hier an dem Bus noch ganz, ganz, ganz viel anderes ändern, kann ich euch sagen. Also das ist ja der Wahnsinn. Oh, ich muss mal ganz kurz was gucken beim Bus hier. Ich bin nämlich gestern auch von diesen Bussen eingefahren, den habe ich auch noch so stehen. Und der hat so ein Abbiegelicht gehabt. Ne? Nun weiß ich nicht, ob der sowas auch hat oder eben nicht. Aber ich denke eher nicht. Ne? So, bei dem müssen wir uns immer anschnallen, ne? Sonst piept er. Ja, wie gesagt, diesmal kein CN. CN-Bus. CNG-Bus. Also ich glaube CNG für entweder für Erdgas oder für Hybrid. Ich weiß es jetzt nicht genau. Eigentlich startbereit. Mensch, mir gefällt eigentlich die Sicht noch nicht so ganz. Irgendwie bin ich der Meinung. Das war noch mal die Sicht ein bisschen höher machen. So denke ich, so ist okay, oder? Ja. Ja, so ganz klar. Genau. Alfred Brunner Weg. Wartet mal ganz kurz, ich muss mal was gucken.
Ja, lass uns mal den Bus neutral nehmen. Ist schicker. Ach so, ja, ich habe jetzt auch einen Premium-Account, das heißt, wir haben jetzt auch Fahrkontrollen. Genau, Fahrkontrollen und wir haben auch kleine Events, die mal ab und zu auftauchen werden. Grüß Gott. Mahlzeit. Hallo. Hallo. Tag. Ich brauche eine Guten Tag. normale Fahrkarte. Dankeschön. Hallo. Ja, hallo. Grüß Gott. Ich steige eh gleich wieder aus. Mir reicht der Kurzstreck. Dankeschön. Ja, ein kleiner Programmhinweis. Und zwar, heute haben wir den 10.8. Ich denke mal, dass ich nachher gleich das Video freigebe. Ne? Wer Bock hat, der kann heute circa 19 Uhr, kurz nach 19 Uhr, beziehungsweise kann auch ein bisschen länger dauern, bei Twitch mal vorbeischauen. Bei mir Stöpsel unterstrich Gaming, ja, Stöpsel mit nicht mit Ö, sondern mit OE, weil das Ö mögen sie da nicht. Wie gesagt, kann gerne mal reinschauen, weil wir spielen heute Paria, weil ab 19 Uhr soll wohl laut Aussagen Paria in der Open Beta gehen. Sinsheimer Straße. Ja, und das ist wohl free to play. Das heißt, alle können sich wohl da anmelden. Und was ich bisher gesehen habe, das Spiel, das ist so ein bisschen comic-mäßig halt, ne? Aber scheint sehr viel Spaß zu machen halt, ne? Also ich habe da was gesehen, ne? Und ich muss sagen, mich burnt das schon an halt, ne? Genau. Also wer Bock drauf hat, der kann gerne mal reingucken. Hallo. Hi. Hallo. Ja, wie gesagt, und dann spielen wir mal gemeinsam halt eine Runde. Ne? Das sieht wirklich sehr, sehr, sehr gut aus. Und ja, wie gesagt, ich habe mal bei den Ares reingeguckt oder wie er heißt. Der hat das auch mal gespielt oder der spielt das aktuell noch. Ich glaube, der ist beim Stream. Und ja.
Was ich da bisher gesehen habe, gefällt mir sehr gut. Ne? Ich hoffe, dass das wirklich Free-to-Play ist. Ne? Ich weiß das nicht hundertprozentig. Guten Tag. Aber laut Aussagen ist es so. Na, also das ist auch schon teilweise bei Steam gelistet. Schweigroter Platz. Du findest das aber nicht in Steam direkt in der Suche. Da findest du halt Palia nicht, sondern das solltest du schon bei Google eingeben. Palia Steam und dann mal ein bisschen hochscrollen oder runterscrollen und dann findest du schon so einen Link halt. Ne? Gelistet ist es halt schon. Also denke ich, dass es mal irgendwann auch bei Steam kommt und halt. Ne? Also im Moment müsst ihr auf die hauseigene Seite gehen. Ja, ist eigentlich ganz einfach, sich auch anzumelden. Alles natürlich kostenlos halt. Ne? Wie gesagt, denkt dran, das Spiel ist free to play. Dementsprechend hast du wahrscheinlich auch einen Shop drin, so wie ich gesehen habe. Und die Preise, ja, die haben schon in sich. Ne? Aber das tut ja dem Spiel keinen Abbruch halt. Ne? Die Sachen sind wohl wirklich nur kosmetisch. So wie ich das gehört habe. Ob es wirklich so ist, das wird sich zeigen. Halt, ne? Guten Tag. Hallo. Hi. Ein Ticket, hallo. Bitte. Danke. Einmal Kurzstrecke Schüler. Danke. Guten Tag. Guten Tag. Ich hätte gerne eine Wunderbar. Vielen Dank. Ja, wie gesagt, ich freue mich schon richtig auf Palia. Ne? Einige sollen das wohl tatsächlich schon spielen können, so wie ich mitbekommen habe. Drei Eichenkapelle, Behördenzentrum. Die wurden wohl bei der Anmeldung gleich freigegeben. Ne? Ob das ein Fehler ist oder nicht, weiß ich nicht. Na, bei mir war es halt nicht so. Vielleicht bekomme ich halt noch einen Key. Vielleicht bin ich aber auch einer der meisten Leute, die halt tatsächlich 19 Uhr das downloaden können. Ne? Und so, ich denke mal so. Ja, ich weiß nicht, wie groß das ist halt, ne? Das kann ich jetzt nicht sagen. Na, da müssen wir gucken halt. Auf jeden Fall bin ich echt mal gespannt. Na, es sieht auf jeden Fall sehr gut aus halt. Na, ich werde wahrscheinlich auch einen Clan machen oder wie heißt das da? Clan? Gruppe? Oder irgendwie so heißt das. Also wer Bock hat, kann gerne mit reinkommen. Ist für jeden offen. Ja, da bin ich mal gespannt. Ne? Ich bin richtig aufgeregt auf das. Auf das Spiel, ne? Weil das gefällt mir. Das dieser Paya ist auch so ein ja, Sandbox-Game, ne? Du kannst da wohl alles machen, aber mit einer süßen Grafik, ne? Viele sagen, ja, Fortnite-Grafik, ja, kann sein, dass es Fortnite-Grafik ist. Ach, wisst ihr, ich halte immer nicht viel, wenn man Spiele tatsächlich mit anderen Spielen halt vergleichen tut, ne? Bin ich absolut. Ja, hallo. Einmal bitte, danke. Hallo. Hallo. Alter, den Typen, den hau ich auch mal den Silberblick aus der Umme raus. Wenn der so weiter so blöde Kommentare geben tut. Das nervt ja voll, ey. Der Typ, der ist ja so lästig. Kleine Dollenstraße. Thank you.
Ja, wie gesagt, bin ich wirklich mal gespannt halt, was uns da erwartet halt, ne? Also die Grafik und so, das sieht schon schön aus, ne? Ist schön gemacht halt. Also wie gesagt, ist schwer zu erklären, in welcher Richtung das geht. Das ist halt Open World und du kannst auch Häuser bauen, beziehungsweise wo richtige Dörfer und sowas alles, ne? Hallo. Hi. Einmal Hallo. Schüler, bitte. Danke. Ach Gott, ein kleiner Chinese. Hallo. Habt ihr gesehen? Ist ja Hi. Ein Kleber. Das ist ja niedlich. Ein kleiner Ping-Pong. Ich bin selbst mal auf das Spiel gespannt halt. Ne? Also, wie gesagt, mir gefällt das wirklich sehr, sehr, sehr gut, was ich da gesehen habe. Große Dollenstraße. Es besteht eine Umsteigemöglichkeit zur Linie 316 in Richtung Altes Schloss über Lange Straße Malgerweg. Ne, und ich spiele das Spiel, ich verfolge das Spiel schon seit ein paar Tagen schon. Ich habe das vor längerer Zeit schon mal beim YouTuber gesehen. Und ja, habe mir noch nicht so viel bei gedacht halt, ne? Jetzt, seit zwei, drei Tagen, habe ich das bei anderen Leuten gesehen, ne? Und ich muss sagen, mir gefällt das sehr gut halt. Guten Hi. Tag. Hallo. Ich brauche ein Kurzstreckenticket. Ach Gott, da ist er nochmal. Danke. Hallo. Schön lieb sein, ne, Hi. Bengel? Guten Tag. Sonst muss ja Onkel schimpfen. Ja, und wie gesagt, Spiele mit anderen Spielen zu vergleichen, ich bin wirklich kein Freund davon. Das wird aktuell sehr, sehr, sehr viel gemacht, ne? Guck mal, das ist ja wie Fortnite, das ist ja wie Time of Supporter oder Add of Supporter oder wie das heißt. Ich komme jetzt nicht genau, wie das Spiel da heißt. Ne? Ja, ich weiß es nicht. Nee, finde ich jetzt nicht halt, ne? Mir wird viel zu viel immer verglichen halt miteinander, ne? Das ist nicht immer gut, ne? Das ist ein eigenständiges Spiel, so. Wir nehmen das so, ne? Und ja. Ne, also mir gefällt es halt. Vor allen Dingen wird auch gesagt, ja, wie Stardew Valley ist das. Und sowas halt, ne? Ich weiß nicht, wo sie immer die ganzen Vergleiche herholen, ne? Na, also das Problem ist auch im Moment bei vielen Spielern, die vergleichen das halt mit anderen Spielen. Na und, das sieht ja so aus und nö, das hole ich mir nicht, das ist ja nachgemacht und was völliger Blödsinn ist, ne? Kann ich gar nicht nachvollziehen. Das ist auch, wie gesagt, wie in unserer Gesellschaft viel übertrieben wird, ist auch das wieder übertrieben halt, ne? Was wir da erzählen. Oh, ich merke, wir müssen weiter ausholen. Hildegardplatz fahren wir, ne? Ja. Also heißt das, wir müssen hier vorne hin. Ja, wie gesagt, ich mag es nicht, wenn Leute tatsächlich absolut auf Dive kommen raus, irgendwelche Spiele miteinander vergleichen halt. Ne? Ich finde das so ekelhaft. Tag. Hallo. 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 So haben
Aber gerade noch so geschafft. Augenzwinker. Im Krähennest. Aber ich muss tatsächlich sagen, alle Iveco-Busse, die sind bis jetzt, die ich gefahren bin, sind wirklich gut halt. Ne? Also die lohnen sich wirklich. Ja, also ich hole mir sowieso alle DLCs, egal ob ich nun die Busse irgendwann mal fahre oder nicht. Ne? Man weiß ja nie, was noch kommt alles. Hallo. Guten Tag. Einmal normal, bitte. Guten Tag. Hallo. Ich danke Ihnen, guter Mann. Hallo. Dankeschön, junger Mann. Einmal Kind, bitte. Danke. Gottchen, der kleine chinesische Junge, der ist putzig. Zum Knuffeln. Es besteht eine Umsteigemöglichkeit zur Linie 306 in Richtung Augustaplatz über auf der Halde. Guten Tag. Ja, sowas zum Beispiel wie, ich werde auch nicht solche Fragen beantworten, auch nicht im Stream, wie, ja, was hältst du von dem Spiel? Das werde ich schon alleine sagen, was ich von dem Spiel halte. Zum einen das und dann zweitens, ja, soll ich mir das kaufen oder soll ich mir das nicht kaufen? Ja, ich weiß nicht, tut mich immer so ein bisschen naiv halt, ne? Das müsst ihr selber wissen, ihr müsst einen eigenen Kopf haben und müsst selber wissen, ob ihr euch das ja nicht kaufen sollt, aber ob ihr das spielen sollt oder nicht, ne? Die Entscheidung kann euch keiner abnehmen. Tut nicht immer ein bisschen so blöde halt. Ne, ihr seid halt alt genug und dann seht ihr auch, guckt euch den Stream an, dann seht ihr auch, ob sich das Spiel lohnt oder eben nicht. Halt, ne? Ne, das ist eine ganz blöde Angewohnheit, was sie sich im Moment angeeignet haben mit, ja, lohnt sich das Spiel? Grüß Gott. Ich brauche eine normale Fahrkarte. Danke. Wie gesagt, dafür hat jeder seinen eigenen Kopf. Ne? Und der muss selber entscheiden, ob das Spiel was für ihn ist oder nicht. Ne? Wenn ihm das gefällt, dann ladet euch das runter. Wie gesagt, ab 19 Uhr soll es angeblich kostenlos Plateau. Sein. Na, eine Open Beta. Ich weiß nicht, wie lange die Open Beta geht. Scheinbar ist das komplett offen halt, ne, das Spiel. Also ich werde es mir runterladen, ich werde auf jeden Fall zocken so ein bisschen. Na, weil mir gefällt's. Ja, weil ich hab nämlich auch wieder bei den Ares war ich drin. Eigentlich auch ein ganz sympathischer Streamer, muss ich sagen. Ein größerer Streamer auch mit 110 Followers, glaube ich. Habe ich aber auch wieder viele Leute gesehen. Ja, muss ich mir das kaufen oder beziehungsweise... Oh.
euer Versteck leer. Denkt ihr noch eine Bahn auf der Welt? Denkt ihr noch eine Bahn auf der Welt? So. Jawohl. Wie gesagt, das müsst ihr selber wissen, ne, ob das Spiel was für euch ist oder nicht. Die Entscheidung kann euch keiner abnehmen und fragt nicht immer so dämlich den Streamer danach. Ne, das ist wirklich. Wirklich, gerade im Moment ist das auch schlimm halt. Ne? Ich weiß nicht, ob man euch. Festspielhaus. Ob man euch die so sind halt, ne? Das ist gerade wirklich so eine Phase, wie zum Beispiel, ja, mein Freund will das und das wissen, oder beziehungsweise ich frage für einen Freund. Ne? Oder sind alles so eine blöde Angewohnheiten, ne? Auch so ein bisschen trollmäßig ist das halt, meiner Meinung nach. Ne? Wenn man so eine dämliche Fragen stellt oder gewisse Sachen sagt halt, ne? Und die kommen dann immer wieder vor, ne? Dann merkt man irgendwann, dass das halt einfach nur noch Trollen von vielen ist halt, ne? Und leisten keinen vernünftigen Beitrag halt zum Chatten halt, ne? Tag. Hallo. Moin. Hallo. Na, wie gesagt, ihr seid alt genug, ne? Mutti wischt euch auch nicht den Arsch ab, ne? Ich meine, bei den einen oder anderen kann ich mir das schon vorstellen, dass Mama noch den Arsch abwischen tut halt, ne? Aber bei den meisten, denke ich, die haben schon Kopf, ne? Die müssen halt ja nicht fragen. Hindenburgplatz, Stadtbibliothek. Na, wie gesagt, konstruktiv ist das immer gerne im Chat gesehen. Im Moment muss ich auch sagen, ist wirklich schwer, vernünftige Leute in Chat zu bekommen halt. Ne? Also ich bin auch einer, ich ziehe auch die Leute an, die ich eigentlich ja nicht drauf haben möchte. Ne? Die so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ich weiß jetzt nicht, ob das Niveau bei uns so weit gesunken ist. Oder sowas, aber die reinkommen und ganz komische, ja, Fragen stellen oder merkwürdiges Auftreten haben oder sowas, ne? Die Leute ziehe ich leider an. Ich weiß nicht warum. Ne, in jeglicher Art, also wie gesagt, gibt's halt Leute, die kommen rein, die haben dann ganz komisches Auftreten, ne? Stellen dämliche Fragen oder trollen ein bisschen rum, ne? Dann gibt es ja auch Leute, die wollen dir halt sagen, wie Leopoldsplatz, Luisenstraße. Wie du zu spielen hast halt, ne? Ja. Wie gesagt, da muss man immer so ein bisschen gucken halt, ne? Wie die. Ne? Und ich habe das Gefühl, dass ich immer so eine Leute, das sind die vernünftigen Leute irgendwie, die bekommt man wirklich nur noch schwer halt, ne? Ja, so auch die vernünftige Gesprächskultur ist auch gar nicht mehr so gegeben, ne? Wie gesagt, das ist, die kommen rein, schreiben irgendeinen Müll, dann antwortest du drauf, ja, und dann kommt überhaupt gar keine Antwort mehr, ne? Und dann sind sie irgendwann die Tage wieder da. Und dann schreiben sie Moin. Ja, und dann schreibt er Hallo, wie geht's und so was, und dann kommt auch wieder nichts zurück. Na, was ist denn das für eine Gesprächskultur? Oder Kommunikations? Ja, hallo. 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 Hi. Hallo. Ich will eine Gruppenkarte. Vielen Dank. Beziehungsweise, was ist das für eine Kommunikationskultur, ne? Das ist doch alles ein bisschen schwer geworden halt, ne? Im Moment ist wirklich irgendwie die Menschheit lost. Muss man wirklich sagen. Augustaplatz.
Ja, dann kommen Sie kurz rein, dann schreiben Sie auch wieder Hallo oder Moin oder sowas. Ich bin wieder weg, ich habe keine Zeit. Ja, was sollst du denn da als Streamer von denken halt, ne? Da guck ich meine Frau dann immer an und meine Frau guckt mich dann an und dann denken wir, oh Mann, was ist da los? So, ja, wie sagt man dazu? Falsche Höflichkeit, ne? So falsch. Generell das falsche Auftreten irgendwie halt, ne? Das ist alles so ein bisschen komisch halt geworden. Hallo. Mahlzeit. Hi. Im Hotel Hallo. Haben sie zu mir gesagt. Dankeschön. Guten Tag. Tag. Dankeschön, junger Mann. Römerweg. Ja, so ist das halt, ne? Alles ein bisschen lost. Sint-Denis'scher Kreis. Guten Tag. Mahlzeit. Hallo. Vielen Dank. Tschüss. Fasanenweg. Ja, wie gesagt, ich habe auch manchmal so das Gefühl, dass beim Chatten auch gar nicht mehr überlegt wird, was eigentlich geschrieben wird. Da wird irgendwas reingeknallt,
irgendwie Standardzeug halt, was sie sich wieder bei anderen abgeschaut hat, ne? Und das wird dann nachgeahmt. Und das wird dann massig immer wieder wiederholt, ne? Bis bis der Streamer halt tatsächlich genervt ist halt, ne? Und ja, dass sie das immer so mit Absicht machen, das Trollen und sowas alles halt, ne? Ja, warum sie das machen, ich weiß es halt nicht, ne? Das ist, ich kann's auch nicht sagen. Das wird einfach gemacht, ne? Boy. Wahrscheinlich, weil sie es können oder weil sie Bock drauf haben oder ich weiß es halt nicht. Ne? Na, aber manche brauchen das halt. Ne? Manche müssen halt andere Leute scharen, damit sie selber zufrieden sind halt. Ne? Ja, das gibt's so eine kranken Leute halt, die sowas machen halt. Ne? Und davon gibt's mehr als genug. Die müssen sowas einfach machen, ne? Damit sie ihren inneren Frieden bekommen. Kurzer Straße. Mir persönlich wäre es immer ein bisschen zu anstrengend, halt irgendwie so ganz merkwürdig im Chat reinzukommen und irgendwelche merkwürdigen Sachen zu schreiben oder so. Halt, ne? Ich würde mich auch ehrlich gesagt schämen dafür. Ja, aber so sind die Leute heutzutage, ne? So sind sie. Hildegardplatz. Man muss immer als Streamer auch das Beste draus machen, halt, ne? Wie gesagt, sie denken immer halt, ne, wenn du musst hier als Streamer alles gefallen lassen, ne? Viele haben überhaupt auch gar keinen Respekt mehr. Nicht nur Streamer gegenüber, auch so generell den Respekt irgendwie verloren, ne? Und sie denken halt auch übers Internet. Können sie halt das Maul aufreißen, bis zum geht nicht mehr. Denken, ihnen tut da schon keiner was, ne? Aber das ist eben falsch. Ne? Auch da müssen sie halt sich zur Verantwortung ziehen, halt, ne? Wenn sie Scheiße bauen. Na komm. So, perfekt, die erste Runde haben wir wieder fertig, wa?
weitere Tour fahren. Da würde ich sagen, warte, 14:28. 14:35. 14:45. Nimm mal 35, würde ich sagen, ne? Ja. Ach so. Ach, Trottel. Alfred Brunner Weg. So. 30100. Enter. Route 02. Enter. So. Hauptbahnhof. Jawohl. Da wollen wir hin. Genau, wir gucken mal draußen, ob alles richtig eingegeben ist. Ja, sieht gut aus. Fantastisch. Ja. Ja, wie gesagt, ich bin wirklich mal auf Paria gespannt. Ne? Man kann ja mal gucken. Ich mache euch mal kurz im Hintergrund rein. Ich weiß ja nicht, ob man jetzt was sieht. Wartet mal. Nee. Ich guck mal kurz bei mir rein, ob ich schon irgendwie Zugang gekriegt habe. Nee, sieht nicht so aus. Ja, und wie gesagt, ich kann euch ja mal ganz kurz schnell zeigen, wie die Seite so ein bisschen aussieht. Nee, zeige ich euch nicht, weil das doch sehr viel privat ist. Lassen wir mal lieber. So, jetzt gehen wir mal wieder rein. Lassen wir mal lieber, ne? Ja, aber ich muss sagen, der Bus, der fährt sich eigentlich auch ganz nice halt, ne? Ich muss aber tatsächlich sagen, ich weiß nicht, der einzigste 15-Meter-Bus, der mir wirklich bis jetzt wirklich zusagt, das ist der vom Bad Hügelsdorf, der MAN. Den finde ich, kann man eigentlich ganz gut fahren, aber ja, die anderen 15-Meter-Busse, ich weiß es nicht. Ich fahre eigentlich gerne 15-Meter-Busse in Umsi. Aber mir sagen auch nicht alle zu, ne? Weil ich finde auch, dass die relativ, wie soll ich sagen, auf Bordsteinkanten und sowas relativ hastig reagieren halt, ne? Das reißt mir manchmal das Lenkrad außer Hand, das glaubt ihr gar nicht. Ne, ich meine, der geht hier, der geht noch, aber auch hier merke ich zum Beispiel, sobald ich ein bisschen an Bordstein komme, habt ihr ja bestimmt schon gesehen, dass hier ab und zu das wirklich so einmal rumreißt kurz, ne? Merkst du intensiv. Bei den 15-Meter-Bussen merkst du das wirklich ratzifatzi. Da musst du mal aufpassen. Ja, und die Seefahrdateien hier von dem Bus, die sind einfach ellenlang halt, ne? Also ich muss mich da mal durcharbeiten, weil ich möchte mir tatsächlich mal den Bus fertig machen, ne? So gestalten, wie ich den gerne haben möchte. Ne, ist aber schön, dass die jetzt mittlerweile, sag ich mal, eine Option machen, dass du halt den Bus ändern kannst. Ich bin kein Freund davon, wenn man in eine Datei hingehen muss. Davon halte ich immer noch nicht viel in Umsi, ne? Es ist aber zumindest schon eine Möglichkeit, den Bus so ein bisschen zu konfigurieren, ne? Ich persönlich mag das lieber übers Tablet. Mag ich persönlich halt lieber.
ne, wenn man es über Tablet macht. Aber leider machen sich wenige nur die Arbeit, halt wirklich ein Tablet zu machen, halt, ne? Leider. So, fahren wir los. Also ich finde, wo bei den Bussen, wo sie sich viel Mühe gemacht haben, wo vielleicht nicht die Busse von der Grafik her vielleicht nicht in Ordnung sind, also nicht so schön sind wie die jetzigen Busse, die jetzt im Moment rauskommen, die sehen ja doch recht gut aus. Aber zum Beispiel die Solaris Stadtbus wie der MAN Stadtbus, ich finde, da ist das Tablet zum Beispiel gut gestaltet, beziehungsweise oben an der Decke ist das wie sagt man, ja, wo du halt vieles ändern kannst, im Bus direkt halt, ne? Das finde ich wirklich sehr, sehr, sehr angenehm. Ist eine ganz, ganz tolle Sache. Na, also das finde ich zum Beispiel wirklich super toll. Das Blinken, das Piepen vom Blinken, das geht mir auf den Sack. Ich muss gucken, ob man das in der Safe ausstellen kann. Das ist ganz, ganz eklig. Das geht mir so auf den Sack, ey, Globkinder. Hildegardplatz. Aber der fährt sich eigentlich auch recht gut für einen 15-Meter-Bus, ist ja schon relativ gut, ne? Bloß wie gesagt, die reagieren auf Berührung, reagieren die sehr, sehr doll, ne? Sobald du Bordsteinkanten oder irgendwelche Ecken berührst, da flippt der Bus, die 15-Meter-Busse bald aus immer. Ne, das reißt so an das Lenkrad, das ist ja der Wahnsinn. So. Hallo. Hallöchen. Hallo. Hi. 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 Moin. Hi. Hi. Guten Tag. Elfie, guten Tag. Hallo. Guten Tag. Hallo. Ja, wie gesagt, die chinesischen Menschen, die habe ich auch mir heute zugelegt. Und ja, die sind eigentlich auch ganz nett halt. Ne? Leider haben sie keine eigene Sounddatei. Also die ist die Standardstimme halt. Kreuzer Straße. Aber ich glaube, die chinesischen KI, die sind auch, glaube ich, für die Baiying-Karte oder wie die heißt, gedacht halt, ne? Für die chinesische Karte, glaube ich. War das japanische oder taiwanische? Ich lese das jetzt nicht. Nee, chinesische, glaube ich, war das. Ne, aber ich muss sagen, die Iveco-Busse, die sind wirklich gut, ne? Hallo. Ja, wie gesagt, ich muss auch sagen, ich bin auch tatsächlich kein Fan mehr von die ganzen Mod-Busse. Da sind ein paar schöne bei, die sehen auch modelliert, sehen die gut aus, aber viele Busse sind von der Performance her nicht wirklich gut halt. Ne? Zum Beispiel auch der Facelift, muss man tatsächlich sagen, so schön wie er ist. Fasanenweg. Ist der von der Performance her auch nicht wirklich, ja, gut. Gut halt, ne? Ne? Ansonsten schöne Busse halt, ne? Keiner sagt, dass die Busse scheiße sind, ne? Aber die Mod-Busse sind halt von der Performance leider
ja nicht gut halt, ne? Ne, aber auch nicht alle Pay-Busse sind gut halt, ne? Wenn ich mir mal so zum Beispiel an den S300 war das, glaube ich. Ja, der S300, also der Cetra 300X oder wie er heißt. Oder 3X. Halli, hallo, Hallöchen. Hallo. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Einmal Kurzstrecke. Vielen Dank. Tschüss. Na, wenn ich so an den denke, ja, da kommt der auch der Kotzen. Der ist von der Performance her auch nicht wirklich gut halten. Na, ein schöner Bus. Mir gefällt halt vor allen Dingen, dass das Retro-Dashboard halt mehr oder weniger. Das ist super. Sintenischer Kreis. Na, aber von der Performance her ist er auch nicht wirklich super. Ne? Ja, man muss auch tatsächlich sagen, dass viele Busse rauskommen, auch vom, ich will jetzt nicht die Namen nennen, aber vom bestimmten Hersteller kommen viele Busse. Da wird nur was gemacht, ne? So dass sie vernünftig laufen oder so einigermaßen laufen, aber so richtig gepflegt werden die auch nicht halt, ne? Da kommt eher, sag ich mal, ein anderes Produkt dann wieder raus halt, ne? Obwohl sie noch gar nicht so richtig mit den anderen Busse, sag ich mal, fertig sind und die richtig modelliert haben und sowas, ne? Finde ich immer ein bisschen schade halt. Hi. Ja, die Busse, die reagieren aufs Blinken teilweise. Ne? Normalerweise hätte er ruhig weiterfahren können, ne? Aber muss ich jetzt erst aufhören zu blinken? Wahrscheinlich bringt das ihm so ein bisschen durcheinander halt. Wenn ich blinken tue. Römerweg. Ja, aber so im Großen und Ganzen kann man wirklich sagen, die Qualität der Busse, die ist schon besser geworden halt in Omsi, ne? Also. Na, ich finde, das ist schon ganz in Ordnung, ne? Ich sage mal, auch der 4-Gigabyte-Patch, der tut auch sein Übriges bei, dass Omsi ein bisschen flüssiger läuft. Man muss aber wirklich die perfekte Einstellung für sein System finden halt. Ne? Ich habe die jetzt. Also ich bin eigentlich so ganz zufrieden, so wie es läuft halt. Mit dieser Einstellung kann ich eigentlich auf vielen Karten spielen. Ne? Ich muss aber dazu auch sagen, tagsüber ist es in Ordnung. Habe ich kaum Lags drin, wie ihr seht. Aber nachts oder abends, also wenn es dunkel ist, dann fängt Omsi auch richtig so ein bisschen an abzuspacken halt, ne? Hallo! Hallo! Weil irgendwie muss die Nacht in Omsi sehr viel Performance fressen halt, ne? Ich denke mal, dass das die ganze Beleuchtung und sowas halt alles. Augustaplatz. Und vor allen Dingen wichtig ist auch zu wissen, bei Omsi muss man auch wissen, dass man auch ja sehr oft die erste Runde so ein bisschen Lags drin hat, aber die zweite Runde zurück hält sich das dann wieder in Grenzen, weil er die Strecke schon mal
gefahren bist und weil Omsi wahrscheinlich so ein bisschen in den Speicher schon geladen wurde halt oder sowas halt, denke ich mal. Ja, aber irgendwie so hängt das bestimmt schon damit zusammen. Dass schon mal alles geladen wurde und das fällt wohl dann Omsi ein bisschen leichter an. So. Hallo. Hi. Hallo. Guten Tag. Hallo. Schönen guten Tag. Hi. Hallo. Guten Tag. Tag. Guten Tag. Hallo. Hi. Was mache ich denn? Oh, wir müssen ein bisschen Finger ziehen jetzt. Leopoldsplatz, Luisenstraße. Hallo. Tag. Halli, hallo. Hallo. Hallöchen. Hallo. Ein Tag. Erwachsener, bitte. Jo, danke Ihnen. Hallo. 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 Ein Hi. Einfaches Tages, danke. Moin. Ja, wie gesagt, wenn du beim Schwallern bist, ne, dann vergeht die Zeit so schnell, ne, dann fährst du schön gemütlich und dann merkst du, oh Mensch, die Zeit. Ne, wie hier zum Beispiel. Sind schon im roten Hindenburg Bereich. Hindenburgplatz, Stadtbibliothek. Haben noch keine richtige Verspätung. Ne? Erst ab 3 Minuten, glaube ich. Minus oder plus 3 Minuten. Verfrühung oder Verspätung. Aber ja, wenn die Zeit immer rot ist, ne, dann werde ich schon leicht nervös. Immer. Jetzt ist wieder grün. Festspielhaus. Plateau.
Ich glaube, die City-Variante und sowas, die hat halt tatsächlich Monitore noch. Ne? Da siehst du dann, wenn sie aussteigen halt hinten, hast du so einen Monitor. Na, ist eigentlich ganz cool. Hallo. Das gesehen, ja, am Lenkrad. Ne, sobald der hinten wirklich berührt, halt irgendwas, das Lenkrad spielt total verrückt. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hi. Hallo. Guten Tag. Im Krähennest. Was ich mich immer wunder, was für Touren die Leute hier fahren. Der Lukas auch. Ich weiß ja nicht, was der eben für eine Tour gefahren ist. Ja, manchmal fahren die hier Strecken, ne? Da weißt du ja nicht, was ist das jetzt für eine Strecke? Die bist du selbst auch noch nie gefahren halt, ne? Ja, vielleicht sind das auch die ganz kurzen Strecken immer, ne? Man weiß das ja nicht. Ja, viele solche Leute nehmen sich ja immer keine Zeit auch. Ne, und kann natürlich auch sein, dass er immer so nur 2-3 Minuten fahren oder so. Guten Tag. Hallo. 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 Kunsthalle.
Engel. Ja, siehst du, jetzt hängt er wieder mit dem Rad hier vorne. Oh. Ja, und das richtige Ranfahren, ne, das. Ich weiß nicht, warum mir das mit dem 15-Meter-Bus eigentlich so schwer fällt. Ne? Also, ich habe bei den Solo habe ich keine Probleme. Genauso wie bei den GN. Ja, GN habe ich keine Probleme. Also bei den. Bei den Schlenki. Ja, aber hier bei den 15-Meter-Bussen, da. Ich weiß nicht, da tut mir ja auch selber immer ein bisschen schwer. Halt. Geht das an? Na, ich hole schon weit aus, ne? Aber wir würden hinten immer noch. Guten Tag. Guten Tag. Drei Eichenkapelle, Behördenzentrum. Moin. Hallo. 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 Also, was man sagen muss, die Iveco-Busse, die ziehen gut. Ich weiß nicht, ob das in der Realität auch so ist halt, ne? Keine Ahnung, aber hier im Spiel ziehen sie echt gut halt. Schweigroter Platz. Es bestehen Umsteigemöglichkeiten zu den Linien 303, 306 in Richtung Wieseneck, Friedhof. Thank you.
Ja, einer hat einen Schlaganfall. Die Events, die sind schon geil halt, ne? Ich würde mir wünschen, dass noch ein bisschen mehr drin ist. Hallo. Mathai. Hi. Hallo. Hallo. Eine Kinderkurzstrecke, bitte. Dankeschön. Hallo. 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 Hi. Hi. Tag. Hallo. Einmal Hallo? Kurzstrecke. Jo, danke Ihnen. Hi. Danke. An dieser Ampel stehst du auch ewig halt. Na, ich weiß ja nicht, ob für mich nur die Busampel da zählen tut. Oder ob ich auch über der normalen Ampel fahren kann. Ne? Da bin ich mir immer nicht so richtig sicher. Guten Tag. Hallo. Der hat sie im Bus oder soll ich den Arzt rufen? Sie können ja kaum die Spur halten. Brunnerweg. Opi, kannst du ja mal selber probieren, mit einem 15-Meter-Bus zu fahren. Kannst du mir sagen, ob ich mir Mühe geben kann oder nicht? Thank you.
Umsteigemöglichkeiten zu den Linien 304, 316 in Richtung Altes Schloss über Lange Straße Malgerweg, 318 in Richtung Sportflugplatz. So, da sind wir. Ach, scheiße, wisst ihr, was wir vergessen haben? Ach, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber 99% ist okay. Wir haben jetzt vergessen, tatsächlich Fahrkartenkontrolle zu machen. So, wir rennen jetzt zurück. Werden tatsächlich einen anderen Bus nehmen, auch einen Iveco, oder? Oder nehmen wir jetzt mal einen anderen? Ich weiß es noch nicht. Wir gucken mal. Ja, wir werden mal den Axia nehmen, glaube ich. Der war ganz gut. Der hat mir gefallen. So, zeig mal. Jawohl. Wir sind auf Platz 250. Jawohl. Das ist so super. Rechnung, was haben wir denn hier? Hey. Ach, einen Bonus kriegen wir ja auch, stimmt ja. Weil wir jetzt Premium haben, ne? Da war ja was. Oh, die hört sich gut an hier. Die nehmen wir mal.
Ja, da ist er wieder. Wie gesagt, nicht wundern, dass der Motor, der jetzt hochfährt und runterfährt, liegt nicht an mir. Das ist halt eine Sache von dem Gasbus halt. Ne? Wahrscheinlich muss er eine gewisse Drehzahl halten oder sowas. Und das macht er automatisch. Ja, sobald die Sprache geändert hast, ändert er das auch hier oben halt. Ne? Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Ich glaube, die Strecke bin ich auch sogar noch gar nicht gefahren. Ne, hier hat er auch sogar ein paar Statistiken. Kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Das ist, wenn er fahren tut. Ich glaube, 2 Stunden sind wir schon damit gefahren. Vor allen Dingen die Klima gefällt mir hier, die Einstellung, ne? Das finde ich besser wie bei Mercedes, muss ich sagen. Doch, die bin ich doch schon gefahren, die Strecke. So, ich muss noch mal was gucken kurz.
Ja, den Spruch finde ich auch geil hier, ne? Ikea. Sie vermöbeln wir auch noch. Naja. Ja, passt ja wie die Faust aufs Auge, ne? Also kleine Wortspiele müssen immer sein halt, ne? Ich habe jetzt gerade mal geguckt im Handy, CNG ist wirklich, glaube ich, für Erdgas, ne? Oder ist das der Verbrauch, den ich habe? Weiß nicht, ist das der durchschnittliche Verbrauch hier, den ich habe, oder was ist los? Hallo, hallo. Hallo, ich hätte gerne einmal ein Ticket, bitte. Hallo. Hi. Gott zum Gruß. Guten Tag.
Hallo? Einmal eine Kurzstrecke. Wunderbar, vielen Dank. Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das der Verbrauch ist. Friedrichstraße. Hallo. 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 Ja, manchmal gibt es ja auch einen Knopf, ne, wo man das ausschalten kann, das Gepiepe. Aber das geht wohl hier nicht. Barbarossastraße. Hallo? Hallo. Hallo. Grüß Gott. Schade, dass das eigentlich gar nicht mit animiert ist, ne? Ich glaube, das ist wirklich nur ein zierendes Display. Das ist schade. Königsring.
Hallo. Hi. Schönen guten Tag. Tag. Lange Straße, Badener Weg. Hallo. 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 Lange Straße, Malgerweg. Ich muss mal nachher gucken, ob ich den Blinkerzaun ein bisschen runterdrehen kann. Die Lautstärke, die ist ja schlimm. Hi, moin. Ein Einzelticket. Erwachsene bitte. Danke sehr. Hallo. Tag. Hallo. Tag. Lange Straße, Arbeiterweg. Hallo. Ach. Hallo. Einmal ein Touristenticket. Dankeschön für die Fahrkarte. Alte Ziegelei.
Hallo. Eine Einzelfahrt bitte. Danke sehr. Hallo. Ich würde gerne ein Nachtticket haben. Danke. Stadtklinik. Es besteht eine Umsteigemöglichkeit zur Linie 316 in Richtung Altes Schloss. Hallo. Hallo. Tag. Danke. Waldsee. Es besteht eine Umsteigemöglichkeit zur Linie 316. In Richtung Altes Schloss über Langhalt Kirche.
Müll, Albert Einstein Gymnasium. Es besteht eine Umsteigemöglichkeit zur Linie 314 in Richtung Großweier über Schloss Lahnhalt. Wie gesagt, der Bums, der scheint doch animiert zu sein, aber ich muss mal gucken, ob das was... Ob das doch oben animiert ist, der Verbrauch. Ich glaube, das müsste der Verbrauch sein, ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Hallo. Einmal Kurzstrecke. Jo, danke Ihnen. Ah, da muss ich nachher mal gucken. Weg. Alte Mühle.
Hallo. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Ein Gruppenticket. Danke für die Fahrkarte. Guten Tag. Hi. Am Block. Am Kirchberg. Hochschule. Hallo. Moin. Hallo. Mühl, IKEA.
Der Ausfahrer kann schon überhaupt nicht fahren. Wir können ja kaum die Spur halten, Busfahrer. Friedrichstraße.
So, jawohl. Sieht doch gut aus. Ja, also ist ein schöner Bus eigentlich, also gefällt mir. Macht Spaß. Na, ich mag das ja, wenn Busse sowieso so schön wippen und sowas, ne, so wie es halt sein muss. Na, das ist hier gut umgesetzt. Ist aber auch nicht bei allen Bussen halt, ne? Also ich finde das hier, finde ich das gut. Bei den O560 finde ich das auch super. Das ist auch gut umgesetzt. Ja, das ist die Seite für Palia. Ja, also wie gesagt, gucke ich ab und zu mal, ja, ob man downloaden kann. Ich denke mal, erst ab 19 Uhr circa soll es gehen. Ja, aber man kann ja vorher mal gucken, ne? Man weiß ja nicht. Es kann ja sein, dass es schon den Ansturm, sag ich mal, ein bisschen vorweg gehen wollen und ein paar Minuten früher freischalten. Ne? Das heißt aber nicht, dass wir nachher wirklich spielen. Also geplant ist, dass ich streame. Ich weiß aber nicht, ob das alles funktioniert, weil das kann durchaus sein, dass das natürlich durch den Ansturm die Server zusammenbrechen, ne? Kann durchaus sein.
Alter, das ist krass, was du da wechseln kannst, alles, ne? Sogar die Achsen und sowas kannst du wechseln. Ach Mann. Trottel. Das ist ja Wahnsinn, ne? Was du bei dem Fahrzeug ändern kannst. Guten Tag. Mahlzeit. Ja, hallo. Hallo, der Mann. Ich danke Ihnen, guter Mann. Vorne in der ersten Reihe, sind Sie betrunken? Können Sie sich nicht mal ein bisschen Mühe geben? Guten Tag. Moin. Hallo. Einmal hallo. Bitte. Guten Tag. Hallo. Jo, danke. Guten Tag. Tag. Hallo. Ein Erwachsener. Hallo. Jo, danke Ihnen. Einmal. Hi. Danke. Ein Kinderticket. Hallo. Danke. Einmal Kurzstrecke Schüler. Danke. Also oben, der Verbrauch, der scheint wohl tatsächlich nicht animiert zu sein, ne? Unten, ja. Der Kilometerzähler, der ist animiert, ne? Aber alles andere ist leider nicht animiert. Hallo. Guten Tag. Hallo. Eine Fahrkarte. Hallo. Bitte. Ich danke Ihnen, guter Mann. Ich hätte gerne ein Tagesticket. Danke für die Fahrkarte. Ich würde gerne eine Karte. Danke. Fachhochschule.
Hallo. Einmal Kurzstrecke Schüler. Hallo. Danke. Ich hätte gerne einen Kurzstrecke. Dankeschön für die Fahrkarte. So lange fahre ich. Dankeschön. Einmal. Danke. Mahlzeit. Am Kirchberg. Am Block. Hallo. Hallo. Mühl. Alte Mühle. Kurzstrecke Erwachsener, hallo. Bitte. Hallo. Danke. Kurzstreck, bitte. Hallo. Danke. Hallo. Danke sehr. Thank you.
Hallo? Einstein-Gymnasium. Hallo? 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 Hallo. Stadtklinik.
schönen guten Tag. Grüß Gott. Hallo. Matai. Hallo. Alte Ziegelei. Guten Tag. Grüß Gott. Ich brauche eine normale Fahrkarte. Dankeschön. Lange Straße, Arbeiterweg. Gerade oder was? Eine Busfahrt bitte, guter Mann. Ich danke Ihnen, guter Mann. Lange Straße, Malgerweg. Lange Straße, Badenerweg. Es bestehen Umsteigemöglichkeiten zu den Linien 314 in Richtung Stadttheater, 316 in Richtung Hauptbahnhof.
Guten Tag. Hallo. Ein Erwachsener, bitte. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Danke. Königsring. Es besteht eine Umsteigemöglichkeit zur Linie 316 in Richtung Hauptbahnhof. Barbarossa-Straße. Friedrichstraße. Hallo. Ein Erwachsener, bitte. Danke. Bismarckplatz.
Mühl, Markgraf-Berthold-Platz.
Hallo. Hallo. Im Hotel haben die guten Tag. Guten Tag. Dankeschön. Hallo. Tag. Hallo. Hi. Hallo. Danke. Einmal Kind, bitte. Hallo. Danke. Moin. Ich mache hier zurzeit Urlaub. Dankeschön. Hallo. Hallo. Dankeschön. Zum Großen. Erwachsene. Danke sehr. Hi. Einmal. Moin. Guten Tag. Danke. Ich hätte gerne ein Tagesticket. Danke für die Fahrkarte. Barbarossa Straße. Hallo. Im Reiseführer steht, es gibt Touristen. Dankeschön. Königsring. Hallo. 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 Mahlzeit. Hallo. Hi. Guten Tag. Ein Erwachsener, hallo. Bitte.
Danke. Hallo. Hallo. Ich würde gerne eine Karte kaufen. Eine Busfahrt. Danke. Jo, ich brauche ein Touri-Ticket. Danke. Guten Tag. Lange Straße, Badener Weg. Rose. Guten Tag. Hallo. Grüß Gott. Hi. Hallo. Hi. Hallo. Lange Straße, Malgerweg. Schönen guten Tag. Guten Tag. Grüß Gott. Tag. 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 Eine Kurzstrecke, bitte. Kurzstrecke, bitte. Jo, danke Ihnen. Lange Straße. Arbeiterweg. Hallo. 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 Eine Kurzstrecke erwachsen, danke. Alte Ziegelei.
Ich brauche einen Kurzstreckenticket. Danke. Stadtklinik. Es besteht eine Umsteigemöglichkeit zur Linie 316 in Richtung Altes Schloss. Ticket. Jo, danke Ihnen. Waldsee. Es besteht eine Umsteigemöglichkeit zur Linie 316 in Richtung Altes Schloss über Langhalt Kirche. Einstein-Gymnasium. Es besteht eine Umsteigemöglichkeit zur Linie 314 in Richtung Großweier über Schloss Lahnhalt.
Masai. Guten Tag. Ein Normalticket bitte. Dankeschön. Sonnenblumenweg. Hallo. Guten Tag. Ich bräuchte ein Touristenticket. Danke. Alte Mühle. Hallo. 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 Müll am Block. Hallo. 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 Einmal Schüler, bitte. Danke.
am Kirchberg. Hallo, hallisch. Hallo, ich bin hier nur ein Tourist. Ich hab. Ja, danke schön. Hochschule. Hallo. 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 Ein Einzelticket. Erwachsene bitte. Danke sehr. Mühl. IKEA.
Guten Tag. Hatte sie einen Gurt oder soll ich einen Arzt rufen? Sie können ja kaum die Spur halten. So, Freunde. Ja, ich würde sagen, dann sind wir ein paar Touren gefahren, ne? Und ja, hat wieder Spaß gemacht. Genau. Würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt für heute, ne? Genau, in dem Sinne, haut rein, habt Spaß, man hört und stört sich, ne? Bye, bye.